Hallöchen, Freunde, und herzliche Willkommen zurück hier bei SpongeBob in Welt 5 Männerhände. Haben wir hier das Level. Wir sind in Shell City, um die Krone von Neptun zu kriegen. Aber, wie ihr vielleicht Shell City kennt, ist es ein bisschen warm. Und eine einzelne Träne kann vielleicht vieles bewirken, ja. Aber das Problem ist, dass es hier so warm ist, dass die einzelne Träne uns nicht wirklich weiterhilft. Wir brauchen deswegen Sprenkelanlagen und... Oh, das war aber wieder eng. Und die sind leider rar gesät. Trotzdem noch zum Glück oft genug. Also wenn ich mir vorstelle, dass man normalerweise, wenn überhaupt, in einem Raum ja maximal eine Sprenkelanlage hat. Dass man dafür dann so unendlich... Wie? Also jetzt echt? Man soll hier ja scheinbar durchrennen, sonst hätte es hier nicht so viele Krabbenburger gegeben. Oh, das war blöd. Oh, das war blöd. Das könnte schon wieder zu eng gewesen sein. Oh, Freunde, das war's. Das war's. Aber jetzt habt ihr es wenigstens auch mal gesehen, wie es ausschaut, wenn man hier ein bisschen zu warm ist. So. Ernsthaft. Wenn man nicht rechtzeitig springt und einfach in die Stachel läuft. Und dann an dem Dingen vorbeihüpft und deswegen verbrutzelt. Oh, ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held. Und schon wieder die gleiche von den Reißzwecken. Das ist ja furchtbar hier. So. Zweimal aktivieren in der Hoffnung, dass es passt. So, dann gehe ich hier rüber. Au. Oh ja, ich hab keine Leben mehr. Also, es ist irgendwie... Macht der Controller nicht das, was er soll. Moment mal. Bevor ich hier jetzt irgendwas tue, ne? Ich lege mal ganz kurz um. Joypad 1. Wir machen... Das seht ihr jetzt nicht, aber meine A-Taste ist jetzt bitte das hier. Und meine B-Taste ist das hier. Nee, andersrum. Das ist meine A-Taste und das ist meine B-Taste. Mal gucken, inwiefern das hier jetzt besser läuft oder schlechter läuft. Ja, okay. Also das ist ungünstig gewesen, weil ich so viel Zeit durch das Einstellen verloren habe, weil ich nicht direkt losgerannt bin. Aber generell könnte es sein, dass das jetzt besser funktioniert. Genau, wissen tue ich es aber nicht. Erstmal so. Da hinein, da drüber, hier drüber. Aua. Krabbenburger. Autschen. Ein weiteres Mal. So, weg mit euch. Gehe ich hier durch die Mitte mit... Aua, Mann, überall diese Reißzwecken. So, weg mit dir, weg mit dir. Oh Gott! Ach, Mensch. Ja, das geht natürlich ein bisschen schneller als der Weg oben rum. Dann hat man auch genügend Zeit, um hier unten drunter durchzuklettern. Ja, das ergibt schon Sinn. Plopp. Das ergibt schon absolut Sinn, muss ich sagen. Gut, der Burger ist jetzt auch wieder direkt verspielt. Aber hey, halb so wild. Hauptsache, wir kommen hier ordentlich durch das Level durch. Und hier noch ein bisschen. Nicht so viele Muscheln, wie ich mir gewünscht hätte. Okay. Oh, Mann, ey. Bin ja so ein Vollpfosten. Aber es hat zum Glück gerade noch so funktioniert, wenn ich jetzt kurz vor Ende draufgegangen wäre. Ich wäre ein bisschen sauer gewesen, muss ich gestehen. So. Warte mal hier. Schimmernde Krone. Leider noch mal ein Level, was genauso aufgebaut ist, wie wir es gerade die ganze Zeit gespielt haben. Flop.
Aber ich habe euch ja gesagt, hier in Shell City werden noch die eine oder andere goldene Muschel auf uns warten. Au, das war wieder einmal sehr klug von mir. Oh. Glück im Unglück. Ich glaube, dadurch, dass ich da so lange für gebraucht habe, hat uns die Boje nicht erwischt. So. So. Achso, ich brauche den Burger gar nicht. Ich dachte, ich hätte ihn nur nicht gekriegt, aber ich kann ihn nicht einsammeln. Was mit dir? So, mit dir ist nichts wirklich Wildes. Ich werde sterben, oder? Ja, ich werde sterben. Hurra. Tod sein ist nicht schön. Tod sein ist absolut nicht schön, meine Freunde. Lasst es euch von mir gesagt sein. So. Jump, 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 jump. Ich weiß, das hatten wir schon mal bei Dennis, aber... Hey, das war gar nicht bei Dennis. Das habe ich bei dem ersten Jump-Typ, glaube ich, gesungen. So. Oh Mann, der einzige Vorteil ist, behalte ich die Muscheln eigentlich? Ich achte da nicht wirklich drauf. Ich wollte gerade sagen, der einzige Vorteil ist, dass ich die Muscheln behalte, aber ich glaube gar nicht, dass ich die behalte. Wenn ich sterbe. So, hier rüber. Und flop. Ja, ja, du mich auch. Ernsthaft? Gut, dann halt so. Das machen wir so. Stimmt ja. Ich dachte, ich wäre schon bei dem großen Abgrund. Deswegen habe ich schon so ausgeholt. Aber ich bin gar nicht bei dem großen Abgrund. Ach, jetzt weiß ich, warum er nicht springt. Ich habe doch gerade die Steuerung umgelegt. Es funktioniert so lange, bis ich auflade. Weil dann vergisst mein Gehirn irgendwie, dass ich die Steuerung umgelegt habe und drückt den alten Knopf, der jetzt natürlich nicht mehr belegt ist. Oh, bin ich ein Volldepp. Kennt ihr noch aus Goodbye Deponia, Oppenbot, der das Lied vom lustigen Dummdeppen singt? Ich glaube, das ist auch ein Lied, was ziemlich gut zu mir passt. Kommt der Dummdepp, 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 der Dummdepp. Ja, ist eigentlich ein Lied, was ziemlich gut zu mir passt. Würde euch sicherlich auch Lizzie bestätigen. Und wenn nicht, dann lügt sie euch an. Das würde sie zwar nur in den seltensten Fällen tun, aber ja. Da wisst ihr schon mal Bescheid. So, jetzt funktioniert das nämlich auch. Flop. Und hier ein bisschen was. Krabbenburger. Was machen eigentlich die Krabbenburger hier in Shell City? Wer hat die hier hingebracht? So mal eine ganz doofe Frage am Rande. Hallo, bitte hier ducken und... Das Extra-Leben ist mir egal. Ich möchte nämlich eigentlich nur überleben. Wenn ich da jetzt zu dem Extra-Leben gehe und da dann deswegen vollkommen verkacke und das Leben verliere, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich das vorher eventuell eingesammelt haben sollte. So, geschafft ist geschafft. Das ist die Hauptsache. Und wir haben den Boss freigeschaltet von Welt 5. Der Zyklopenkampf erwartet uns. Wir müssen an diesen Typen vorbeikommen, oder wir werden nie nach Bikini Bottom zurückkommen. Vielleicht können wir entkommen, wenn er uns nicht sehen könnte. Plopp. Da ist noch eine Hand. Und Leim. Der ist uns ziemlich auf den Leim gegangen. So. Nochmal bitte auf den Leim gehen. Danke. Nee, na, noch ist er mir nicht auf den Leim gegangen. Oh, ich muss erstmal das hier machen.
Und dann ist Lime-Time. Der Kampf hier läuft hoffentlich bei euch zur besten Lime-Time. Wäre nämlich eine Verschwendung, wenn nicht. Und Lime-Time. Tschüss, Zyklop. Aua, das hat wehgetan. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich bin kein Zyklop. Ich weiß nicht, wie weh es tut, wenn man im Taucheranzug umfällt. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind aus Muschelstadt geflüchtet. Wie kommen wir jetzt nach Bikini Bottom zurück? Hey, ich bin David Hasselhoff. Ich werde euch zurückbringen. Ja! Oh ja, David Hasselhoff. Wollen wir noch ein bisschen auf David Hasselhoff? Ja, ne? Komm, noch ein bisschen auf David Hasselhoff. Schadet nicht. Haltet Hasselhoff fest. Dann machen wir das doch. Ach ja, das ist ein komisches Level. Fand ich immer blöd. Aber irgendwie ist es witzig, irgendwie ist es sehr ekelhaft. Aber ja, mein Lieblingslevel ist es nie. Weil man hat nur so begrenzte Zeit, wie ihr vielleicht oben sehen könnt. Und es ist ziemlich nervig, wenn man von diesen Dingern erwischt wird. So, die Beinhaare sind schon mal hinfort. Jetzt sind wir auf der Badehose, gehen einmal über den Hintern. Und jetzt müssen wir nur noch über den Rücken. Das sollte machbar sein. So. Einfach immer schön springen und den, keine Ahnung, Eiterpickeln ausweichen. So. Ich glaube, jetzt sind wir gerade über den unteren Rippenbogen drüber. Ach nee, das war's schon. Keine Ahnung, wo wir jetzt hin. Stimmt, wir sind. Nee, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wo wir hochgeklettert sind. Dennis' Rückkehr. Hast du mich vermisst? Ah! Nun, wo waren wir? Ja, Dennis, wo waren wir? Au, der arme David. Aua. Stimmt, die Spikes, die sich jetzt in David Hasselhoffs Po bohren. Das ist schon ein bisschen bösartig. So, dreimal und flop. Ja, Dennis. Ja, du kannst ruhig David Hasselhoff spiken. Der mag das. Dreimal, viermal. Boah, das hat wehgetan. Aber das war's auch schon. Tschüss, Dennis. Ja, hier klammert er sich nicht ganz so episch an David Hasselhoffs Beine wie im Film, aber das muss ja auch nicht sein. Ne? Er hat uns an seine männliche Brust gesteckt. Was für eine Kontrolle. Gott, Patrick, wer hätte gedacht, dass Hasselhoffs Haarwachs benutzt? Alle Mann an Bord, mein männlicher Bruststoß wird euch nach Bikini Bottom bringen. Ich find's super schön, dass sein Talkbild hier seine Brust war. Gegrüßt sei Plankton. Patrick, wir sollten besser zu Krossen Krabbe zurückkommen. Los geht's. Ungezügelt. Freunde, wir sind ungezügelt. Und auf geht's dementsprechend zur großen Krabbe. Ungezügelte Leute müssen zur großen Krabbe. So, unser letztes Rennlevel. Ich werde erstmal alle Level machen, die wir noch haben. Und außer das letzte Boss-Level. Und dann werde ich mich erstmal mit den Bonus-Leveln befassen, das wir da alle gemacht haben. In der Welt hier sollten wir ja auch noch das letzte Bonus-Level irgendwie auftreiben können. Ne? Also dementsprechend. Ich weiß auch noch ungefähr, wo es ist, wo es das gibt. Also ich glaube, wenn ich das Level sehe, dann werde ich es erkennen. Aber wie man an das Dingen rankommt, das weiß ich nicht mehr. Ich hoffe einfach, meine Intuition bringt mich automatisch zu dem Bonus-Level. Könnte ja doch durchaus sein. So, das war's auch schon. Eins der einfacheren irgendwie, würde ich sagen. So, sehr schön. Neues Passwort für uns. Und zwei letzte Level haben wir noch. Krabbenburger 1. Ich hätte vielleicht doch von Anfang an eher das hier benutzen sollen. Aber toll, mit diesen Löchern hier. Vielleicht auch nicht.
hier rüber. Ich habe halt keine Ahnung, wo man hier runterfallen darf und wo nicht. Da zum Beispiel nicht. Gucke. Wusste ich nicht, aber muss man ja auch mal rausfinden. Ne? Kann man ja mal machen. So. Ach, Gott sei Dank. Hier können wir noch so. Aber ich glaube, ab jetzt wird's gefährlich. Ja, da ist überall Löchlein im Boden. So, hier nochmal rüber. Okay. Rülpsefisch. Hammerfisch. Du bist wirklich ein Hammerfisch. Warum hüpfe ich an dir vorbei, Junge? So, hier einmal. Ah, den Krabbenburger, den würde ich schon gerne mitnehmen. So. Supi. Rülpsefisch. Oh, weg mit dir. Ich brauche... Ich weiß gar nichts. Ich wollte gerade sagen, ich brauche dringend noch irgendwie... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aber scheißenknapp. Na gut, hat aber noch geklappt. Und weiter geht's. Nicht mehr nach da oben. Ich verzichte gerne auf die übrigen Muscheln, die noch da waren. Im Austausch für die Chance, nicht direkt zu sterben. Ja, ist eigentlich doch gar nicht mal so ein schlechter Tausch. Weg. Oh, da war noch eine Qualle, die hätte uns eventuell noch gerettet. So, hinfort mit dir. Und ein Kontrollpunkt. Das ist super. Da freue ich mich sehr. Keine Ahnung, ob das hier der richtige Weg ist. Aber das finden wir schon raus. So. Das nehmen wir uns alles mit. Flump, flump. Und flump und flump. Das ist zu hoch. Dann nehmen wir halt den da. So, kleine Qualle. Tut mir fast ein bisschen leid, dass ich euch hier als Trampolin missbrauchen muss. Okay, das war's. Das war das Level. Schön. Krabbenburger 1 liegt damit hinter uns. Fehlt nur noch Krabbenburger 2, vermutlich. Ja, Krabbenburger 2. Ja, und das ist besagtes Level. Und es ist ein bisschen nervtötend, weil man nicht überall sehen kann, wo man langkommt. So, aber hier können wir beispielsweise sehen, dass wir hier nach oben können. Nur erwartet uns hier eine Riesenmuschel. Dosen. Ich habe echt gedacht, das wäre Joghurt. Aua. So, extra Leben, Krabbenburger. So, du interessierst mich nicht. Ah, ich befürchte, wir sind schon an dem Dingen vorbei. Das Leben hätte ich mir eigentlich schnell holen können, aber jetzt ist es auch egal. Was gibt's hier drüben? Oh, okay, ein extra Leben. Na gut. Na, dann mache ich das so. Glaube ich, ein Tacken einfacher. Aua. Wieder keine Ahnung, ob das Abgründe sind oder ob man da unten stehen kann. Das ist echt problematisch. Ne, ich bin schon dran vorbei. Ich bin da schon sowas von dran vorbei. Das war irgendwo in dem abgedunkelten Bereich. Und ich hab's nicht gesehen.
Aber ist egal. Dann mache ich jetzt das Level hier erstmal zu Ende und dann können wir das Ding gleich noch suchen. Nein. Verdammte Scheiße. Nein, da oben ist es. Guckt mal. Oh, du bist gerespawnt oder wart ihr zu zweit? Da oben also. Ja gut, dann kommen wir da wahrscheinlich so hin. So. Okay, ein Krabbenburger, schön. Gut. Ne, in die Richtung bitte. So, ich muss mal ganz kurz was schauen. Entschuldigung, war gerade wichtig. Wir kriegen nämlich bald neue Fenster und da musste ich gerade mal eben gucken. Aber ich dachte nicht, dass es sich lohnen würde, die Folge dafür zu pausieren. Plopp. Und hier einmal rüber. Ja, das sieht schon mal gut aus. Glaube ich zumindest. Ja, das sieht sehr gut aus. Da ist das letzte Bonuslevel. Und es ist gar nicht mal so einfach, denn man muss hier ziemlich gut haushalten. Und ich habe schon versagt. Man darf hier nämlich keinen Fehler machen, denn die Quallen, die respawnen nicht. Und wenn man da dann dementsprechend nicht hochkommt, wenn man eine Qualle schon vernichtet hat, dann ist es vorbei. Das ist traurig, aber leider nicht anders handelbar. Jetzt sind die handelbar. Das wäre was, oder? So ein paar geile Brathähnchen. In der Handelbar. Ah, verdammte Scheiße. Wie mache ich denn das am besten? Das könnte mir jetzt auch schon wieder zur das Bein gebrochen haben. Oh, das ist echt schwer. Das ist wirklich schwer. So, hier nach oben und wieder runterfallen. Okay. Hier schön an den Rand. Ich muss die Quallen mehr am Rand nehmen. Das klingt sehr falsch, aber es ist wahr. So. Ich glaube übrigens. Ich werde es ein bisschen anders machen. Ich werde gleich noch das letzte Level spielen. Ich kriege es nicht hin. Komm, ich gebe mir noch 3 Chancen. Dann werde ich das offscreen machen. Dann werde ich das letzte Level noch spielen und dann gibt es noch eine Epilogfolge mit den ganzen. Mit den ganzen Bonusleveln, falls euch das interessieren sollte. Dann kannst die eine Hälfte von euch angucken und die andere Hälfte braucht es sich nicht anzuschauen. Wie soll man da hochkommen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ich habe das doch schon mal geschafft. Und nicht nur einmal. So, jedenfalls nicht. Das ist frustrierend. Ist das kompliziert. Ist das kompliziert. Wie soll ich das denn machen? Da ist viel zu wenig Platz, ey. Komm, letzter Versuch. Ich muss die wirklich ganz unten erwischen. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das offscreen, wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da. Ich
bin jetzt 2 Quallen weiter oben. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Meine Fresse, das war echt kompliziert. Das hat jetzt, glaube ich, noch 6-7 Mal gebraucht. Aber jetzt haben wir es und das ist die Hauptsache. Ich bin übrigens am Überlegen, ob es mir ein bisschen einfacher machen soll. Ich habe euch jetzt gezeigt, wo wir alle von den Special Leveln finden. Und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt sagen soll, ich gucke mal im Internet, ob ich da irgendein Passwort finde. Weil man bekommt ja von Mini, wenn man sich ein weiteres von den Bonus-Level... Hicks, warum habe ich jetzt einen Schucks? Ja, man bekommt ja von Mindy jedes Mal ein neues Passwort, wenn man sich eins von den Bonusleveln geholt. Was zur Hölle? Von wo hat er mich denn gerade angeschmissen? Das alte Dreckstück. Ja, jedenfalls, dass ich mir im Internet das Passwort raussuche, mit dem man alle Sachen freigeschaltet hat, sodass ich sie mir wenigstens nicht noch kaufen muss, wisst ihr? Einfach so als... Oh, hojojo, hojo, hojojo, hojo. Traurig. Ja, wie gesagt, einfach so als leichte Erleichterung für mich. Ah, Gott sei Dank. Hier rüber und hier und den hier und okay, oder so. Dann gehen wir ganz nach oben. Ach so, okay, das ist jetzt blöd. Oh, den haben wir wenigstens noch mitgenommen. Sehr schön. Ah, muss ich die Folge auch gleich mal beenden. Das hat mir jetzt viel zu lange gedauert, aber wir sind da. Wir sind da, wir haben nur noch den Bosskampf. Das ist schön. Es kann sein, dass gleich einer kommt, der bei eBay Kleinanzeigen irgendwas abkaufen will. König Neptuns Zorn. Stopp! Wer hat das gesagt? Wir. Hör nicht auf sie, Neptun, schalte sie aus. Schalte sie aus. Nein, nicht mich ausschalten, bitte. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Das war doof. Das hat nicht so gut geklappt. Piu, 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 piu. Ja, eigentlich ist das gar nicht mal so ein so schwerer Kampf. Wenn man mich fragt. Aber man muss ihn halt mal wieder treffen, ne? So, wo kommt er? Da, das heißt nicht. Hab hier jetzt recht Zeit. Ey, schon wieder nicht getroffen. Was soll das denn? Ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit. Die Folge muss auch irgendwann mal zu Ende sein. Wisst ihr? Also, Neptun. So langsam? Und wo kommst du? Hier von rechts. Danke. Ja, hi. Beseitige sie, ja. König Neptun, langsam kontrolliert sie. Hör nicht auf diese Babys. Tu es, Neptun, beseitige sie. Aua. So. Nochmal, noch ein viertes Mal. Ja, ne? Nee, kein viertes Mal. So, Nummer 2. Nein, Neptun, hör nicht auf, beseitige sie. Beseitige. Langsam kontrolliert sie. Wow. Das war aber eng. Wow. Nochmal. Yes. Eins, zwei. Und weg mit dir. Du glaubst, du kannst mich besiegen. Du bist nur ein Kind. Was können Kinder schon? Ich werde dir zeigen, was ich kann. Los, Leute, zeigen wir es ihnen, was Kinder können. Drücke den A-Knopf schnell, um die Kraft des Rock'n'Roll zu nutzen. Also, Freunde, ich bin ein taubes Nüsschen. Yeah!
Das war einfach. Freunde, ich bin ein taubes Nüsschen. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Ja? Gut. Bring ihn weg, Jungs. Danke, SpongeBob und Patrick, dass ihr die Stadt gerettet habt, indem ihr die Krone zurückgeholt habt. Mr. Krabs, Sie sind frei. Ihr habt's geschafft. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Jungs. Oder sollte ich sagen, Männer? Wir werden lieber Kinder. Oh ja. Goofy, Goofy, Gubba, Gubba. Ja. So, Leute. Das war's. Nur ganz viele Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir noch die ganzen Special-Level machen. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.